Letztens fragt mich jemand, was machst du denn, wenn du nicht in der Bank stehst und Geld zählst? Also erstmal haben wir eine Zählmaschine und ich mache noch so viel anderes. Ich berate Kunden, ich gehe zur Schule, ich lerne ganz viel, auch im innerbetrieblichen Unterricht, im Englischunterricht, den wir hier im Haus haben. Und manchmal stehe ich auch vor der Kamera. Was ich oft gehört habe, als Leute herausgefunden haben, dass ich eine Ausbildung bei der Sparkasse mache, immer kam der Kommentar, du musst ja ein Mathe-Genie sein. Dabei ist das gar nicht so. Seitdem ich hier bin, habe ich nie wirklich jemanden gesehen, der wirklich jeden Tag mit dem Anzug kam, sondern auch gerne mal im Hemd oder so wie ich jetzt, einfach einen Pulli locker drüber. Geht alles klar. Wir sind nicht gierig. Wir sind regional vertreten. Wir wollen unseren Kunden täglich immer wieder begegnen und müssen ihnen dabei auch ins Auge schauen können. Ich habe gehört, dass die Sparkasse spießig sein soll, was ich so mir gar nicht erklären kann, da ich bei uns noch keinen Spießigen gesehen habe. Wir haben zwar ältere und auch junge Mitarbeiter, aber davon habe ich noch keinen Spießigen kennengelernt.